Ist es wieder soweit, Leute? Die alte Map soll wiederkommen. Oh boy. Also Leute, seit gestern haben wir ja ein unbekanntes Raumschiff im Spiel. Und zwar sehen wir hier diese Absturzstelle, die in der Nähe von Craig Eclipse. Und hier ist ein Raumschiff, das abgestürzt ist. Und es wirft jetzt sehr viele Fragen auf, was es hier soll, was es hier macht und was wir überhaupt hier machen müssen. Und gerade auch vor allem auf diesen Besucher bezogen, weil der hier immer noch drinnen hockt. Der hockt hier ganz alleine und der ist ja ziemlich einsam. Und gerade auch auf diese Spiegelung. Ja, darüber reden wir gleich, Leute. Weil das macht mich manchmal immer so sauer, wenn die Leute immer auf irgendwelche Ideen kommen. Aber sprechen wir erstmal ganz kurz über dieses Raumschiff. Ich habe ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber in der Zwischenzeit, gestern Abend, heute früh, kamen mehrere Informationen raus, was das Ganze hier werden soll oder was es sein wird. Als allererstes wird das hier höchstwahrscheinlich ein neuer Ort werden. Genau an dieser Stelle, wenn das Wasser sinkt, sollte hier dieser Ort freigesetzt werden, was auch zeitgleich bedeutet, dass wir hier höchstwahrscheinlich einen Boss bekommen und neue Handlanger. Jetzt ist die Frage, wer der Boss wird und wer die Handlanger werden. Meine Vermutung ist, dass dieser Charakter hier der Handlanger wird und Siona selbst der Boss. Denn hier ist noch ein Sitz frei und hier ist jemand geflüchtet und ich denke mal, dass es Siona ist, denn wir haben bereits schon die Info von Epic Games seit Anfang an der Season bekommen. Ich blende euch mal hier einen Ladebildschirm ein von dem Battle Pass und in diesem Ladebildschirm sehen wir eigentlich genau diese Szene. Wir sehen sozusagen das abgestürzte Raumschiff aufgrund und wir sehen Siona, wie sie auftaucht. Das heißt, sie ist hier schon aus der Kapsel geflüchtet und ist sozusagen abgehauen. Na, was für ein Story-Zusammenhang das im Allgemeinen hat mit Fortnite, habe ich jetzt gar keine Ahnung. Aber sie könnte auf jeden Fall ein Boss werden und er ein Handlanger. Oder er selbst wird der Boss, aber ich glaube eher, dass es andersrum sein wird. Aber auf jeden Fall steht fest, dass das hier ein komplett neuer Ort wird. Also so ein Point of Interest, sagen wir ja dazu. Und das Ganze nennt sich The Crash Site, also die Absturzstelle. Wir haben zwar schon eine Absturzstelle mit diesem Flugzeug gehabt, aber das soll jetzt sozusagen eine neue Absturzstelle werden, eben mit diesem Raumschiff oder mit diesem UFO. Wenn es Handlanger sind, würde es natürlich zeitgleich bedeuten, dass wir einen neuen Tresor bekommen und höchstwahrscheinlich neue mythische Waffen, aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall Sinn macht, denn Atlantis kommt ja auch noch dazu und dort werden wir ebenfalls das Gleiche haben, das heißt, neuen Boss, neue mythische Waffen und einen Tresor. Ansonsten haben wir ja auch die Info, dass es hierfür Challenges geben wird und ich habe euch darüber gestern schon berichtet. Hier hinten sehen wir schon ein Bauteil, welches wir für die Challenges suchen müssen. Das heißt, dieses Bauteil müssen wir finden und damit müssen wir dann das Raumschiff wieder zusammenbauen. Vielleicht wird es noch mehrere von diesen Bauteilen geben. Dann müssen wir das Raumschiff zusammenbauen, einmal flott machen, aktivieren, sodass es starten kann. Und dann müssen wir irgendwie die Startsequenz auch wieder abbrechen. Also ich weiß nicht warum, wie das jetzt irgendwie ablaufen wird. Vielleicht wird irgendwas schief laufen oder vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht. Aber auf jeden Fall müssen wir dann diesen Start hier abbrechen, dass das Ding nicht wegfliegen kann und sozusagen hier bleibt. Wenn das hier aber ein komplett neuer Ort wird, frage ich mich, wie das Ganze aussehen wird, weil wir haben ja nur dieses Raumschiff und es fehlen irgendwie die kompletten Gebäude und so weiter. Vielleicht bauen die sich hier irgendwas auf und wenn die sich hier etwas aufbauen, wird es, denke ich mal, ziemlich futuristisch werden. Es gibt ja momentan diese Challenge mit diesen Inselbewohnern, die ja momentan in der Steinzeit sind. Dazu habe ich auch noch ein Video gemacht, wie ihr 50.000 XP bekommen könnt. Könnt ihr mal abchecken. Aber in der nächsten Phase müssten die ja irgendwas aus Metall bauen. Ich habe noch aus Spaß gesagt, ja, es wird bestimmt irgendwas super Modernes oder so. Vielleicht kommen die Inselbewohner ja hier hin und bauen sich hier irgend so eine futuristische Stadt auf, die dann irgendwie auch so aus dieser Technik besteht, wie dieses Raumschiff oder so. Aber ich denke mal, wenn das hier ein Ort wird, dass hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sein wird, als jetzt nur dieses eine kleine Raumschiff. Aber könnte auf jeden Fall interessant werden. Also nochmal zusammengefasst, das hier wird höchstwahrscheinlich ein neuer Ort, neuer Point of Interest, der sich Absturzstelle nennt. Wir werden hier höchstwahrscheinlich neue Handlanger und einen Boss bekommen und das hier wird entweder der Boss oder eben ein Handlanger, wenn dann Siona zum Beispiel der Boss sein wird. Und dann kommen wir zu dem Helm, Leute. Und ich habe gestern so viele Nachrichten bekommen auf Twitter und Instagram, die gesagt haben, ey Oleg, guck dir das mal an, das ist die alte OG-Karte, die kommt bestimmt wieder. Und Leute, wir hatten dieses Thema vor 2 Jahren bereits. Ich habe eben gerade danach geguckt, ich wollte das Video unbedingt finden, ich habe es nicht gefunden. Wenn ihr es findet, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare posten. Da ging es nämlich darum, dass wir ebenfalls in den Himmel immer geguckt haben wegen dem Kometen und in den Teleskopen hat sich genau das gespiegelt. Aber das Witzige ist, wir haben damals gesagt, oder alle haben damals gesagt, das ist die neue Karte, weil wir Tilted Towers hier nicht gesehen haben. Ich glaube, das ist so dieser Ort, wo Tilted Towers sein sollte und Tilted Towers ist hier nicht zu sehen.
sehen. Und deswegen wurde gesagt, ey, Tilted Towers wird auf jeden Fall zerstört, weil wir da diese Spiegelung sehen. Und ich habe bereits vor 2 Jahren erklärt, wie das Ganze funktioniert und dass es einfach nichts mit irgendetwas zu tun hat, dass es einfach nur ein statisches Bild ist, was für Spiegelungen gedacht ist. Also das hat nichts zu heißen, wirklich absolut gar nichts, weil jede einzelne Spiegelung in Fortnite so aussieht und das seit Tag 1. Fortnite verwendet 2 Arten von Spiegelungen. Also einmal haben wir hier das hier, was wir auf dem Wasser haben. Das heißt, alles, was ich sozusagen auf dem Bildschirm selber sehe, wird gespiegelt. Alles, was außerhalb vom Bildschirm ist, wird nicht gespiegelt. Deswegen verändert sich die Spiegelung auch, wenn ich hin und her gucke. Also ihr seht es auf dem Wasser, die Spiegelung verändert sich halt. Was halt absolut gar keinen Sinn macht. Ihr seht es gerade hier unten bei dem Berg. Normalerweise müsste er bis nach unten komplett gespiegelt werden. Aber dadurch, dass er nicht auf dem Bildschirm oben drauf ist, wird es immer unten abgehakt. Und je höher ich gehe, umso mehr wird von dem Berg immer gespiegelt. Das macht rein logisch natürlich gar keinen Sinn, aber das ist eine super einfache Form von Spiegelung, die jetzt nicht so viel Leistung frisst. Das ist jetzt nicht wie Raytracing oder so, was halt eine echte Spiegelung ist. Das ist die erste Form von Spiegelung in Fortnite, also Screen Space Reflection. Und die zweite Form von Spiegelung ist das, was wir in einem Helm gesehen haben. Das ist einfach eine Environmental Map. Das ist sozusagen ein statisches Bild, was irgendwie wie so ein Kreis ist oder wie so eine Kugel. Und das wird einfach nur gespiegelt auf allen Sachen. Also egal, was wir sehen, sei es auf einem Klo. Ihr müsst mal zu einem Klo gehen, wenn die Grafikeinstellungen oben sind, dann spiegelt das genau die alte Map. Also das hat absolut nichts zu heißen. Und ich zeige euch das auch nochmal hier anhand von dem Teleskop. Wenn ich hier zum Teleskop hinfliege und hier mal reinzoome, erkennen wir halt genau dasselbe Bild. Ne? Also es ist halt immer das gleiche Bild und das haben wir seit Tag 1 eigentlich. Und dieses Bild ist halt 360 Grad, das heißt, manchmal erwischen wir hier so einen anderen Winkel. Ich glaube, damals war es so von der Ansicht her ein bisschen anders, wenn es mich nicht alles täuscht, aber das ist immer das gleiche Bild und es hat absolut nichts zu heißen. Also deswegen können wir diese Theorie mit der alten Map, dass die wiederkommen soll oder sonst irgendwas, eigentlich komplett wieder wegschmeißen. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Thema nicht nochmal haben werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Thema wieder in 2 Jahren haben werden. Da werden Leute kommen und sagen so, ey, da vorne in dem Kackhaufen, da spiegelt sich was. Das ist bestimmt die OG-Karte. Nee, also das ist wirklich immer nur diese gleiche Spiegelung. Aber ich finde es halt interessant, dass damals gesagt wurde, das wird die neue Karte sein. Und jetzt wird gesagt, das wird die alte Karte sein. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Das ist jetzt einfach nur eine Spiegelung, die immer gleich ist auf jedem Objekt. Ihr könnt es selber nachprüfen. Ich glaube, momentan sind die Autos halt nicht da. Aber wenn die Autos wiederkommen, sollten dort wahrscheinlich auf den Seitenspiegeln die Spiegelung sein. Das habe ich das beim letzten Mal so gezeigt, aber ich habe gerade kein Auto gefunden. Aber achtet dann auf die Spiegel und in diesen Spiegeln sollte genau dieses Ding hier zu sehen sein. Aber das mit den Spiegelungen hört nicht auf, Leute. Es gibt eine andere Spiegelung, über die momentan die ganze Zeit geredet wird, und zwar bei diesem geleakten Bundle mit Unpeely, also mit dem nuggischen Peely. Also so ein Sommerset, was glaube ich 2000 V-Bucks kosten wird. So wie ich es gesehen habe, also für dieses ganze Set 2000 V-Bucks ist eigentlich schon ziemlich Premium. Aber auf jeden Fall wird über eine Spiegelung momentan gesprochen, und zwar über seine Sonnenbrille. Ne? Wir gucken uns das Ganze hier nochmal ein bisschen im Detail an. Das heißt, ich zoome hier mal ein bisschen ran und wir gucken uns die Sonnenbrille an. Und was man auf der Sonnenbrille sieht, oder beziehungsweise was aktuell gesagt wird, ist, dass das dieser Ladebildschirm ist, den wir in Season 10 bekommen haben, als Abschied für Kapitel 1. Und zwar meine ich natürlich diesen Ladebildschirm, wo wir diesen Abschied sehen von Kapitel 1, beziehungsweise wurde das Ganze so angeteasert. In der chinesischen Variante sehen wir zum Beispiel Skull Trooper dort nicht stehen. Das ist, glaube ich, ein anderer Skin. Aber ansonsten sieht er überall gleich aus. Und die Farben passen einfach ziemlich gut zu dieser Spiegelung in der Sonnenbrille. Und ich tue das Ganze mal in Photoshop und wir vergleichen das Ganze nochmal im Detail. So, ich habe jetzt hier diesen Ladebildschirm mal drinne in dieser Sonnenbrille. Und ich persönlich muss sagen, das ist halt überhaupt nicht gleich. Also wenn man das jetzt wirklich jetzt 1:1 im Detail so vergleicht, dann sehen wir sozusagen in der Sonnenbrille eigentlich eher ein ganz normales Foto von, also jetzt nicht von Fortnite selber, sondern ihr kennt doch diese typischen Sonnenuntergangsbilder, wie man irgendwie den Himmel einfach fotografiert. Das sieht halt wirklich aus nach einem normalen Foto und nicht nach diesem Bild hier, weil die Sonne hier auch komplett anders aussieht. Die Farben passen irgendwie gar nicht übereinander, und was halt auch komplett fehlt ist, dass wir den Bus nicht sehen und wir sehen diese ganzen Charaktere nicht. Also wir sehen keinen einzigen Charakter in der Sonnenbrille. Wir sehen im Prinzip einfach nur so einen ähnlichen Farbverlauf, ne, mit dieser Sonne hier hinten. Selbst der Boden hier unten ist in der Sonnenbrille ziemlich dunkel gehalten einfach. Und hier ist er relativ hell. Also wir erkennen sogar das Gras und das Wasser und so weiter. Also es ist garantiert nicht dieses Bild. Also auch wenn es Ähnlichkeiten hat oder einfach von den Farben daran erinnert, es ist auf gar keinen Fall dieses Bild. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier irgendeine Anspielung darauf sein soll. Es ist, glaube ich, einfach nur komplett reiner Zufall, dass die Farben einfach übereinstimmen.
stimmen, aber das ist, wie ihr ja sehen könnt, also ich meine, ich bin ja nicht blind oder so, ne? Wenn mir jetzt jemand sagen möchte, dass das hier in der Sonnenbrille dieses Bild sein soll, dann hat er Tomaten auf den Augen, sorry, aber das ist auf jeden Fall nicht dieses Bild. Aber trotzdem eine ganz interessante Theorie. Und ich glaube aber trotzdem, allgemein mal unabhängig davon, mit der ganzen Theorie, mit der alten Karte und jetzt mit dieser Spiegelung und so weiter, dieses ganze OG-Thema oder dieses OG-Feeling, diese Season ist trotzdem eine Anspielung auf Season 3 von damals. Denn wir haben im Battle Pass selber sau viele Informationen zu der alten Season, zum Beispiel Siona selbst, Astronautenskin, das hatten wir damals in der Season 3. Damals in der Season 3 haben wir auf den Kometen die ganze Zeit gestartet, das war sozusagen das erste große Event und im Battle Pass haben wir natürlich hier auf Stufe 90 haben wir diesen Kometen, diesen Kometkracher, der übrigens einer der besten Gleiter ist überhaupt, den haben wir hier als Gleiter drin. Natürlich spielt Fortnite auf die Season 3 an. Und ich denke mal, das wird Fortnite vielleicht in Zukunft auch machen. Das heißt, in Season 4 werden wir eine Anspielung auf die alte Season 4 haben. Das heißt, wir könnten vielleicht, ja okay, Superhelden haben wir die ganze Zeit schon drin. Aber ich meine, wisst ihr, was ich meine? Also es ist schon eine sehr starke Anspielung darauf. Und vor allem jetzt heute auch im Itemshop, wenn wir da drauf gehen und der Itemshop mal laden würde, haben wir hier die Fortnite-Klassiker drin. Und das ist aus Season 3, also gerade mit diesem Fernseher hier zum Beispiel. Wir haben auf die Fernseher wie die Bekloppten gestartet in Season 3. Das war dieses Ding von damals, weil damals diese ganzen Botschaften und Nachrichten durch die Fernseher kamen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit dem Stuhl hier sein soll. Ich meine, die haben ja damals geschwebt, aber das war noch in einer anderen Season. Und mit diesen Steinen, wir hatten diese Steinfiguren, die sich bewegt haben, aber das waren nicht diese hier, glaube ich. Aber wisst ihr, was ich meine? Fortnite greift sozusagen immer so ein bisschen die Nostalgie auf von damals und liefert die uns jetzt sozusagen ab. Aber das bedeutet auf gar keinen Fall, dass wir die alte Karte jetzt irgendwie wiederbekommen oder sonst irgendwas. Rechnet nicht damit, dass wir irgendwie in diesem Kapitel die alte Karte irgendwie wiederbekommen, wenn dann nur als LTM oder sonst irgendwas, aber jetzt nicht irgendwie als feste neue Karte irgendwie in die Richtung. So Leute, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Und wenn ihr mich supporten möchtet, im Itemshop gerne den Creator-Code OLEG benutzen. Vielen lieben Dank an jeden, der das macht. Der muss alle 14 Tagen noch eingetragen werden. Dankeschön, Leute, und ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer mit den ganzen Spiegelungen und so weiter. Aber schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!